Ich habe Kaffee an Bord. Wie ist das bei euch? Also ich gebe euch jetzt noch mal eine Minute und dann könnt ihr euch Kaffee, Tee oder sonst irgendwas besorgen. Meinetwegen auch ein Sekt oder was auch immer, weil dieses Video dauert und ich freue mich so, so doll darauf. Hallo ihr Lieben, hier sind wir jetzt beim offiziellen Teil. Wie ihr in der Überschrift oder auf dem Thumbnail schon gesehen habt, gibt es heute Vogelface-Tarte. Eine High-End-Marke, die ich nahezu für alles habe. Einzig und alleine ein Augenbrauenstift fehlt mir. Und ich habe eine neue Brille, hatte Werner mir geschenkt. Weil er dachte, Mensch, die Frau muss gucken. Jetzt habe ich eine Stärke stärker und vielleicht kann ich jetzt besser sehen. Wir werden es ausprobieren, oder? Ich zeige euch erstmal, was ich vorher schon von Tarte hatte. Und dann fangen wir mit dem Schminken an. Vorher von Tarte hatte ich diese Mascara. Die habe ich auch schon ein bisschen aufgetragen. Vorteil dieser Mascara ist, dass die Wimpern nicht trocken und nicht hart werden. Du kannst also immer noch eine Schicht drüber geben. Dann habe ich die Hamptons Weekender, die kennt ihr, die liebe ich. Viele, viele Videos hat sie schon mitgestaltet. Das ist sie, das ist so eine Face-Palette. Guck mal, die habe ich extra für euch geputzt. Schön, ne? Übrigens habe ich wieder Licht von der Seite an. Da ist Tageslicht, da ist künstliches Licht. Weil wir haben ja im Moment Wetter, was ja so, ne? Ich drehe das heute am Sonntag. Überall massive Gewitter, in Wolfsburg haben die Straßen unter Wasser gestanden. Also ja, das Wetter ist halt so heute grau. Ich meine, was interessiert euch das Wetter? Ich wollte nur erklären, warum ich diese Lampe daran habe. Hamptons Weekender, feines Teilchen. Was ich auch hatte von Tarte, und da habe ich mir ja mal so eine Mini-Packung, so ein Duo gekauft, bei Douglas gibt es die, und ich bevorzuge ja Minis, weil ich denke immer, die kann ich zumindest aufbrauchen. Das ist einmal der Bronzer, und ihr seht, den habe ich schon reichlich genutzt. Der hat schon so ein bisschen so wie so einen festeren Stein, aber funktioniert hervorragend. Dann habe ich dieses Rouge, was ich auch sehr oft benutze und euch auch schon ganz oft gezeigt habe. Ich habe eine Lidschattenpalette und zwar diese. Das ist mit diesen frierten Lidschatten. Die hatte ich mir gebraucht bei Kleiderkreise gekauft. Auch gesagt, dass ich das wahrscheinlich nicht nochmal mache. Weil da müssen Lidschatten defekt gewesen sein. Und diejenige, die das verkauft hat, hat die wieder reingepresst. Und bei mir ist dieses Reingepresste dann zerbröselt. Also da bitte ich euch immer ein bisschen genauer hinzugucken. Weil das war mir jetzt eine Lehre. Und dann habe ich noch neue Sachen. Und die probieren wir jetzt aus. Ich habe mir nämlich etwas bestellt. Also die anderen Sachen lege ich schon mal zur Seite. Weil die kommen euch im Video nochmal unter. Ich habe etwas bestellt, worüber ich mir wirklich ein Loch im Bauch gefreut habe. Das kommt aber ja später. Aber ich zeige es euch schon mal, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und zwar habe ich mir eine Kollektion von Tarte in einem Packaging geleistet. Und zwar das hier. Jetzt darfst du mal ganz kurz baff sein. Guck dir das an. Was mag das sein? Weil in Deutschland gibt es das nicht. Habe ich jedenfalls nicht gesehen. Ich habe es jetzt in England bei Tarte direkt bestellt. Und ich sage euch jetzt schon mal, das, was da drin ist... Ich verlinke euch das. Hat einen Wert von 222 Euro. Denkst du, Mann, ist Mutter jetzt völlig durchgedreht? Nee, Mutter ist nicht völlig durchgedreht, hat nur bei der Recherche was richtig Geiles entdeckt. Bei Tarte liebe ich, das wisst ihr aus einigen anderen Videos. Und ich habe bei Tarte direkt geguckt. Und was soll ich euch sagen? Runtergesetzt auf 30. 30 Euro. Und wenn du dann noch ein paar Produkte bei Tarte dazu bestellst, was ich getan habe, dann kommst du auf einen Mindestbestellwert und brauchst noch nicht mal Porto bezahlen. Ich werde dafür nicht bezahlt. Nee, ladies and gentlemen. Ich sage jetzt übrigens Gentlemen immer noch extra explizit dazu, weil wir haben einen Herrn in unserer feinen, reinen, schönen, netten Gruppe, der sehr interessiert ist an Pflege. Und offensichtlich hört er mich ganz gerne quatschen. Ich möchte dir mal ganz liebe Grüße da lassen, ganz besonders du. Du weißt, wer gemeint ist. Und die zeige ich euch.
die Sachen, die ich mir dazu noch bestellt habe, um auf den Warenwert zu kommen, sind die hier. Und das sind auch alles kleine Päckchen. Und so war Porto insgesamt frei und ich darf jetzt probieren. Und zwar, die habt ihr bestimmt schon öfter gesehen, das ist die Maracuja Foundation von Tarte, die relativ neu ist. Da ich ja nicht weiß, wie sie ist, habe ich mir erstmal ein kleines Packaging gekauft. Und die will ich euch mal zeigen. Und die tragen wir nämlich heute auch auf. Das ist Maracuja Tinted Hydrator Hydratant Tint. Also ist sogar keine richtige Full Cover Foundation, sondern mehr eine Tinted Cream. Was bedeutet, es ist eine Pflegecreme, die Farbe beinhaltet. Ich habe sie in der Farbe Light Neutral. So, und die tragen wir jetzt mal auf. Ne? Wir wollen noch mal gucken. Also es ist, sie heißt wirklich Maracuja Tinted Hydrator. Und die probieren wir jetzt aus. Ich gebe die mal auf meinen Handrücken. Ich hoffe, das Licht ist heute angenehm. Leute, ich habe ja immer so einen Struggle mit dem Licht. Egal, wo ich bin in der Wohnung. Weil mein iPad kann halt ganz viele Sachen nicht. Hat zwar eine ausgezeichnete Kamera, die immer auch hier meine Altersflecken und so ein Gedöns zeigt. Und heute glänze ich, guck dir das an. Weil zum einen, es ist recht warm, also schwüldrückend. Und zum anderen habe ich eine massive Feuchtigkeitspflege drauf, damit meine Haut regeneriert wird. So, die tragen wir jetzt auf mit meinem Pinsel. Heute ist aber auch ich, also mir ist echt warm, weil ich habe keine fettige Haut, das wisst ihr. Und wenn jetzt irgendwas ein bisschen fettig aussieht, liegt das daran, dass mir ziemlich warm ist. Aber es ist auch immer ein Problem, bei diesen Temperaturen zu drehen. Und ihr selber wisst das mit Sicherheit auch, wenn ihr euch schminkt, ist alles nicht so einfach. Die macht Glow. Sie gleicht ein bisschen aus, verhält sich aber wirklich wie eine getönte Creme. Also Glow hat sie ohne Ende, ne? Aber ich hatte vorher schon Glow. Deckt nicht alles ab, ist also eine leichte Deckkraft, weil ihr seht hier noch meine geplatzten Adern, meine Augenringe, meine Rötung. Das ist mir aber egal, weil wenn ich weiter weggehe, finde ich sie vollkommen in Ordnung. Und da ich im Sommer lieber eine Tinted Cream trage und es zeichnet sich immer mehr ab, ich brauche mir keine Foundation kaufen, weil ich finde, in Natur macht sich meine Haut sehr viel besser als mit Foundation. Ich weiß auch nicht, Foundation ist mir ganz oft zu schwer, weil bei dieser Creme habe ich das Gefühl, ich habe mir jetzt eine zusätzliche Pflege drauf gemacht, also nichts, was irgendwie beschwert. Sie fühlt sich nach nichts an. Also ich habe nicht das Gefühl, wie gesagt, dass ich was drauf habe. Und trotzdem gleicht sie so ein bisschen aus. Und das mag ich. Ich mache jetzt meine Stirn, dann komme ich wieder. Alles fein, oder? Also da siehst du auch keinen Unterschied, ob du dir was auf die Ohren machst oder du lässt es. Weil erstmal habe ich wohl mit der Farbe voll ins Schwarze getroffen. Und ich finde, die sieht echt gut aus. Also das Stück, wenn ihr mögt. Wie gesagt, ich verlinke euch das auf der Originalseite von Tarte. Dann könnt ihr da draufklicken und seid ratzfatz da. Die mag ich. Die kaufe ich mir vielleicht noch mal in groß, wo ich glaube, dass die ein bisschen reichen wird. Weil ihr habt gesehen, ich habe sehr wenig davon benutzt. Und wie viel Gramm sind da drin? Mal gucken, ob ich wirklich besser lesen kann. Ja, nee, ne? Guck mal. Da brauchst du Lupe, ne? Nix für alte Menschen. Weiß ich nicht. Egal, könnt ihr selber gucken. So, was hat sie denn noch, die gute Frau? Sie hat sich einen Concealer gekauft und das ich. Aber es wird so viel von diesem Tarte Shape Tape, oder wie heißt der,
geschwärmt. Und dann gibt es, sorry, einen, der neu ist, der mit Glow ausgestattet ist. Ist der nicht süß? Guck mal. Voll niedlich, ne? Da wollen wir mal schauen, was da drauf steht. Das ist die Farbe Alight Glow Wand Shape Tape Glow Wand. Also der soll Glow machen, der soll abdecken und der soll den Unteraugenbereich aufhellen. Ist natürlich alles cruelty free and vegan. Das ist so süß, ne? Guck mal. Kleines Mäuschen. Hoffentlich verliert er sich nicht in meinen Schubladen. Ja, und wenn Mutter dann nach England fährt, sobald das möglich ist, um ihre schwangere Tochter zu begutachten, dann kann ich das alles mitnehmen. Und wenn es dann alle ist, dann kann ich zu Tarte und dann kann ich wieder shoppen. So, Menge. First Impression. Sehr smooth, sehr zart, sehr leicht. Das hat überhaupt nichts mit schwerem Concealer zu tun. Guck dir das Ergebnis an. Ein bisschen dunkel. Ja, ihr seht, ich habe wieder Augenringe. Ich bin ein bisschen gestresst. Gestern so geweint. Ehrlich, ich habe so geweint. Und zwar habe ich mir bei YouTube bei Push Art, das ist eine Make-up, nein, anders, sie ist Bodypainterin und macht ganz tolle Videos. Und sie ist so Typ Frau, den ich richtig mag. Und sie hat ein Video gemacht zu diesem Vorfall in Amerika. Und das ist ein kurzes Video, wenn ihr wollt, kann ich euch das verlinken. Guck mal, fange ich sofort an zu zittern. Und ich habe angefangen, das zu gucken und habe dann Werner dazu gerufen, weil sie macht echt krasse Filme. Und als ich das Video dann so nach 2 Minuten immer noch geguckt habe, das hatte ich vorher nicht, da hörst du die Stimme von dem Lloyd, wo er sagt, I can't breathe. Und das war der Originalton von der Aufnahme. Und was er noch gesagt hat, und genau in dem Moment ist um mich rum komplett die Welt zusammengebrochen. Ich hatte extra diese Videos nicht geguckt. Ich habe immer das Gefühl tatsächlich, dass ich hypersensibel bin, weil dieses ganze Unglück auf dieser Welt macht mir so sehr zu schaffen, dass ich keine Nachrichten gucke und ich gehe daran richtig zugrunde, ehrlich, psychisch, moralisch, weil ich diese Welt einfach nicht mehr verstehe. Und dann höre ich die Stimme von ihm und breche komplett zusammen. Ich habe lange, lange nicht so geweint wie bei dem Originalton. Er sagte, ihr bringt mich um. Wie schrecklich ist diese Welt? Sag's mir, wie furchtbar ist diese Welt? Und ich kann es einfach nicht verstehen. Das möchte ich jetzt abschließen. Das ist der Grund, warum ich diese geschwollenen Augen habe. Ich hätte auch wann anders drehen können. Aber nein, ich möchte dann, auch gerade wenn es mir nicht so gut geht, ich habe natürlich heute Nacht davon geträumt. Ich war 3:30, bin ich aufgewacht, war so nass geschwitzt, weil ich weiß, dass ich nachts oder der Mensch als solches verarbeitet nachts das, was er erlebt hat. Und dummerweise ist das auch kurz vorm Einschlafen gewesen, dass ich dieses Video geschaut habe. Und ich war nicht vorbereitet. Ich verlinke es euch, schaut es euch an. Und wenn ihr auch so empfindlich seid wie ich, dann lasst es. Obwohl es wirklich klasse gemacht ist. Also nur darauf war ich nicht vorbereitet. Da ich weiß, wie ich bin, schaue ich sowas eigentlich nicht. Aber es fängt erst ganz brachial. Die Frau ist brachial. Die trägt auch nur schwarz und ist sehr straight. Genauso wie Mel Thompson. Was hat sie? Sie hat ein
Real Talk gemacht und die Frau, die ist auch so tough, die ist so zusammengebrochen vor der Kamera. Da war ich so schockiert, das ist etwas über eine Woche alt, so heute ist Sonntag, der, ich weiß gar nicht was genau, Juni 14. oder 15., ich weiß es nicht. Und da war ich schon so schockiert und über das, was sie gesagt hat, und da ist meine Welt schon zusammengebrochen. So eine taffe Frau da so, naja, egal, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Tut mir auch leid, wenn ich euch das jetzt so erzähle, aber ich finde, das gehört auch dazu, dass man einfach, auch wenn man so ein Mini-Mini-Mini-YouTuber ist, einfach auch mal eine Stellung bezieht, sich einfach auch mal darüber äußert. Und wenn das Video monetarisiert bleiben soll, darf ich das nicht sagen, was ich denke. Aber ich denke, es gibt eine Person in Amerika, die schleunigst von der Bildfläche verschwinden sollte. Aber sowas von schnell kann ich sowieso nicht leiden. Und was da gerade abgeht und was der sich leistet in der Öffentlichkeit. Unfassbar, dass sowas existiert. Mutter hat jetzt schwer durchgeatmet, jetzt geht's weiter. Als erstes mache ich mir erstmal meine Burt's Bee Pflege drauf, die ich euch gezeigt habe, die fantastisch ist. Leute, ist das schön. Verlinke ich euch auch nochmal. Farbton Peony. Ich habe auch nur den einen, aber das wird auf keinen Fall mein einziger bleiben. Weil der hat so ein Pfefferminze drin. Macht ganz frisch, trage ich mir auch abends vorm Schlafengehen auf, was ich dann manchmal am Kopfkissen am nächsten Tag sehe, weil er Farbe hat, aber es mir schnurzepiepe. So, jetzt weiter geht's mit Tarte. Habt ihr das schon mal gesehen? Bestimmt, ja. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und zwar ist das Puder. Ich brauche eine Linsenlupe. Smooth Operator, jetzt hat es. Der soll ja den Hautton, die ganze Haut, alles total abdecken. Hier habt ihr dann so, seht ihr, da kommt das raus, hoffe ich zumindest. Ja. Davon gebe ich mir jetzt was in den Deckel. Das Müll macht. Dann kannst du das wieder drauf tun und hast Ordnung in deinem Pudergefäß. So, das ist ein ganz weißer Puder. Und jetzt gucken wir mal. Da ist mein Pinsel natürlich ein bisschen abgerutscht, ne? Smooth Operator? Kein Operator. Wow, guck dir das an. Und der ist nicht für ölige Haut nur alleine gedacht, sondern für jede Haut. Guck dir das an. Neulich hat Ellie auch ein klasse Video gemacht. Und zwar hat sie ihrer Zuschauerschaft, die ist zwar jung, aber ich gucke die gerne, weil die hat gute Skills und die ist auch nicht so aufgeregt wie viele andere junge YouTuberinnen. Außerdem habe ich eine wunderschöne Palette von ihr. Da hat Ellie darüber gesprochen, wie sich vor der Kamera geschminkt wird und wie es in Natur funktioniert, weil ganz viele YouTuber schminken sich über alle Maßen drüber, damit sie richtig, richtig klasse aussehen. Da wird Foundation draufgeknallt bis zum Erbrechen. Und dann schreiben manche Zuschauer, oh, bei dir sieht das so klasse aus und bei mir sieht das doof aus. Das liegt daran, weil die einfach so viel draufhauen. Und da habe ich drunter geschrieben, dass ich, trotzdem ich bei YouTube bin, nicht dazu neige zu übertreiben, dass ich immer versuche, meine Haut und bla bla zu behalten und dass das völlig beschissen fände. Wenn dann bei YouTube was geschminkt wird, weißt du, das suggeriert dann, wenn du das und das Produkt benutzt, dann siehst du so und so aus und im Endeffekt, ja, scheiße was, tut's dir nämlich nicht. Erstmal hast du eine ganz andere Haut und
im normalen Leben würdest du dir nie diese Mengen draufknallen. Und dann frage ich mich immer, das ist doch auch Vortäuschung falscher Tatsachen, wenn du dir das Gesicht so zukleisterst, dass eine Falte unter dieser ganzen Schicht verschwindet. Klar siehst du dann vor der Kamera klasse aus, weil die haben vor ihren Kameras Filter und so eine Beleuchtung, wie es in jedem großen Fotostudio ist. Und dann wird vielleicht noch irgendwas nochmal weggefiltert. Ja, und dann kaufen die jungen Mädels das, bezahlen einen Haufen Kohle dafür, weil diese Produkte sind dann oft High-End-Marken. Und dann machen die das vor ihrem Spiegel und sehen Grotte aus. Weißt du? Und dann frage ich mich, wofür soll das denn gut sein? Und darum, Ladies, hier seht ihr die Realität. Aber, guck, hier siehst du immer noch diesen roten Fleck, siehst immer noch meine etwas angeschwollenen Tränensäcke. Aber ihr wollt doch sehen, wie es aussieht auf so einer Haut, die so alt ist. Meine, haben wir uns doch nichts vor, oder? So gepudert ist. Auch was ich auch nicht habe, ist ein Setting Spray. Prost. Aber ich glaube, das macht jetzt nichts. Ne? Jetzt gucken wir uns das mal an. Guck, so würde das jetzt aussehen ohne das künstliche Licht. Das wäre viel zu duster, ne? Ich mach's jetzt auf. Seid ihr bereit? Oh. Da ist meine Lampe. Guck, kleines Ringlicht. Und da sind wir. Ganz vielfach. Riesenspiegel. Toller Spiegel. Das ist eine Box mit einem Deckel, die du dir hinstellen kannst. Jetzt machen wir das mal ab. So, und jetzt kommst du. Guckt euch das an. Das sind vier einzelne Lidschatten mit einem, oh, mein Finger zittert immer noch, mit einem Highlighter, mit einem Rouge, mit einem Bronzer, und noch ein Rouge. Und wenn du denkst, das war's jetzt, dann hast du dich getäuscht, weil das Schätzchen hat hier unten noch eine Schublade und da ist Folgendes drin. Eine Verpackung. Komm raus, Fifi. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch gleich. Eine typische Tarte-Palettenverpackung. Eine Wimperntusche und ein Gloss. Diese Wimperntusche ist auch ganz berühmt. Und zwar ist das die Man Eater. Also das hier ist meine andere, die ich habe, die Gifted heißt. Das sind jetzt meine beiden Mascaras von Tarte. Und den können wir ja jetzt mal drauf machen, den Gloss. Das ist natürlich, ne, wie ein Bröbchen, wenn du so willst. Aber da ich ja eh nie viel benutze, oder so viel habe, dass ich reichlich habe. Wow. Oh, der riecht. Den beobachten wir mal, wie er jetzt sich hält. Aber ist das nicht schön? So, und jetzt kommt Special. Ihr habt diese Verpackung, Umverpackung. Und wenn man die aufmacht, seht ihr, darin ist ein Spiegel und ein magnetisches Feld. Jetzt ist das ja so ein Ding, wo du ganz viele verschiedene Paletten drin hast. Und Special daran ist, dass du jede Palette, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte die benutzen und nur die mitnehmen, dann nimmst du die da raus. Da war sie. Und dann setzt du die genau da drauf. Und hast eine Einzelpalette zum Mitnehmen. Ist das grandios oder ist das grandios? Ich finde das richtig gut. Manche Farben habe ich schon ein bisschen drin rumgespielt. Ich konnte mich gestern Abend nicht zusammenreißen. Ja, und das kannst du dann also, jede Palette ist austauschbar. Na, du kannst die alle einzeln rausnehmen und da reinsetzen.
Ich finde das Wahnsinn. So, das ist jetzt die Palette mit dem Highlighter. Die hier habe ich ausprobiert, weil ich wieder die Befürchtung hatte, dass die für ein Schrumpellid nicht geeignet ist. Aber die Farben sind alle relativ diskret. Also vor allem die, die so marmoriert sind, wunderschön. Die Palette möchte ich nicht benutzen, weil Highlighter machen wir zum Schluss. Was habe ich denn noch? Ich zeige euch die mal einzeln. Na nun, jetzt kriege ich sie nicht raus. Vorführeffekt, ne? Komm her. So. So. Und so. Ich setze die jetzt hier mal rein. Entschuldigung für die Spielerei, aber ich bin fasziniert von so einem Zeug. Und die Magneten halten auch so gut, dass euch das nicht runterknallt, ne? Das ist jetzt der Part mit einem hellen Rouge. Hinten drauf steht auch, was das für Farben sind. Der Rouge, das Rouge ist Winter Kisses. Und dann stehen auch die Lidschattenfarben. Ihr seht es hinten drauf. Das finde ich total praktisch. Das ist jetzt hier Snow Dust, Lux, Present. Oh, ihr könnt gar nicht sehen. Das ist Present. Und ja, und so weiter. Also da kann man alles sehen. Das ist jetzt der Part mit dem Bronzer. Der heißt Tis the Season. Wunderschön, oder? Dann, nee, das ist auch ein Rouge. Hier ist der Bronzer. Und der heißt Winter Wonderland. Ihr seht, hier sind mehr so dunklere Töne drin, kühlere Töne. Jetzt gucke ich nochmal, wie der... Alles weg in meinem Kopf. Ich bin irgendwie nicht ganz da, sorry. Wie der Highlighter heißt, der heißt Falalalit. So, und was probieren wir davon jetzt aus, ihr Schätzchen? Erstmal den Bronzer. Ne, wahr? Da ist er. Hauen wir mal rein. Und das geht auch ziemlich gut, weil guck. Also ist jetzt nicht so, dass man denkt so, wie sollst du die Produkte benutzen? Nix da. Das ist fein. Auf der anderen Seite mache ich meinen anderen Bronzer drauf. Guck. Fein, subtil. Schön. Und ich übertreibe es nicht. Jetzt drehe ich meinen Pinsel und benutze auf der anderen Seite den hier. Dann können wir nämlich auch gleich vergleichen, ne, wahr? Der hat ein bisschen mehr Wumms. Ihr seht es gerade da, wo ich angesetzt habe auch. Der ist subtiler. Fein. Schön, oder? Jetzt benutzen wir Rouge. Rouge. Pinsel nehmen wir. Den. Da nehme ich jetzt. Welchen nehme ich? Soll ich mal den hellen nehmen? Gerne. Okay. Auch das wieder perfekt passend zum Pinsel. Guckt ihr diesen Glow an? Da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr, weil das fängt die Kamera jetzt gerade nicht so gut ein. Ah, hier sehe ich ihn aber ganz deutlich. Ist ein ganz frischer, altrosa Ton. Ich sehe ihn. Und dazu nehmen wir auf der anderen Seite diesen hier. Drehe wieder den Pinsel einmal rum. Den sieht man eher. Auf der Seite habe ich mehr Glow, oder? Ja. Ja, und dann habe ich ja auch noch die Sachen hier aus der Hamptons. Da ist ja auch einmal Bronzer drin. Einmal ein Rouge und ein Highlighter. Den Bronzer swatche ich euch jetzt.
Und das Rouge auch, damit wir einen Vergleich haben, nicht wahr? So, das sind die kräftigsten Farben in der Hamptons Weekender. Aber das weiß ich ja, ne? Guck. Hier habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Kennt mich. So, und der Bronzer ist sehr kühl und hat auch richtig Kraft, richtig Bombs. Aber ich finde das schon mal sehr schön. Prost. Das ist ein langes Video. So, jetzt wollten wir noch Lidschatten, oder? Welche nehme ich? Ich habe in jeder kleinen Palette was mit Glanz, was zum Setten, was für die Crease. Also, das passt alles zusammen. Ich kann jetzt das drauf machen und zweimal toppen. Seht ihr? Und das ist in jeder Palette so. Immer in einer anderen Farbrange. Aber es ist in jeder Palette alles drin, um einen perfekten Look zu machen, der auch sehr speziell ist. Seht ihr? Einmal braun, türkis, rot und pink. Alles passt zusammen. Wahnsinn, oder? Tendenziell wäre ich jetzt mehr in der blauen Abteilung. Aber nö, ich glaube, ich mache mal was, was ich sonst nicht mache, und zwar diesen hier. Damit sette ich mein Lid. Ihr habt gesehen, ich habe Concealer drauf gemacht. Damit gehe ich in die Crease, damit fülle ich mein bewegliches Lid aus und damit mache ich Glanz drauf. Und damit ihr nicht so lange vor der Kamera sitzen oder hinter der Kamera, nee, wie heißt das, vor dem Bildschirm sitzen müsst, mache ich das jetzt mal fertig auf Kamera und dann sehen wir uns wieder. So ganz geht es doch nicht, guckt ihr das an. Das ist die Settingfarbe. Ich lasse euch doch dran teilhaben, weil das ist ja sonst albern. Aber ich mache nur ein Auge. Den habe ich benutzt, das sieht man. Gleich rumgeschmiert. Jetzt gehe ich damit in die Crease. Wir machen jetzt hier nicht, wer weiß was, aber ist ja ganz gut, wenn ihr sehen könnt, wie die Farben performen. Guckt ihr das an. Das ist der Wahnsinn. Der ist schön, oder? Besorge ich mir einen anderen Pinsel. Ich muss unbedingt Pinsel waschen, weil das da hinten sind alles ungewaschene Pinsel. Katzenzungenpinsel. Und jetzt gehe ich in das ganz, ganz, ganz schokodunkle Braun und gebe das auf mein bewegliches Lid. Es hat so einen ganz kleinen Burgunder oder so Einschlag. Also es ist nicht so schokobraun, wie ich dachte. Es hat so einen lila Burgunder-Ton in sich. Könnt ihr ja selber mal gucken. Und ich lasse den auch auf dem beweglichen Lid. Weil ich finde, er steht mir immer besser. Jetzt gehe ich nochmal mit dem, den ich in der Crease hatte, da drüber, so ein ganz klein wenig die Kante auszurauchen. Ich finde das sehr, sehr hübsch. Jetzt nehme ich den, womit ich eben auf dem beweglichen Lid war, gebe mir ein bisschen auf die Spitze und verteile mir das jetzt hier am unteren Wimpernkranz. Damit wäre ich schon komplett zufrieden. Das ist hübsch, oder? Und jetzt gehe ich mit dem Finger in diesen Ton. Guckt ihr das an, das ist so ein Gold, wo so weiße Flakes drin sind. Die sind aber irgendwie mit eingearbeitet. Also es ist nicht so ein Flitterzeug
wie bei manchen Lidschatten, wenn du die rausnimmst, dann kannst du die auf dein Lid pressen und dann glitzern die. Sowas ist es nicht. Es ist in der Tat eine kompakte Farbe. Das ist ja Hammer, oder? Ich muss aufpassen, dass ich meine Beule nicht... Da, die Beule. Nicht mit einschmiere, weil das sieht ja doof aus, haben wir ja festgestellt. Wunderschön, oder? Ich finde, das sieht sehr, sehr, sehr schön aus und hat richtig Ausdruck. Und jetzt nehme ich den hier nochmal, den ich am Anfang hatte, und gebe mir den in den inneren Augenwinkel mit einem kleinen Pinsel. Ist echt schön. Tut mir leid, wenn das Video jetzt so lang ist, aber ich habe euch gewarnt. Aber ich finde, diese Marke braucht auch Aufmerksamkeit, weil sie wirklich wunderschön ist. Guck. Da ist mein großer Spiegel. Ich gucke gerade rein und bin mehr als zufrieden. Und jetzt kommen wir noch zum Angstgegner. Ach ja, diese Highlighter immer. Also ihr seht, meine Haut sieht, also ich finde, meine Haut sieht fantastisch aus, abgesehen von den Falten hier. So will ich mich wohler fühlen. Hat mal jemand 5000 Euro, damit ich mein Gesicht straffen lassen kann? Manchmal denke ich wirklich darüber nach. So, hier. Aber das wäre eigentlich auch nicht fair, weil das wäre auch Vortäuschung falscher Tatsachen. Aber wenn ich einen schlechten Hauttag habe oder einen schlechten, ich sehe scheiße, Edeltag habe, dann, oh. Guck dir das rein. Hier, da sind meine Falten. Ich sehe meine Falten immer. Wenn ich will, dass die wer anders sieht, dann klappt es nicht. Aber schau mal, der betont die Falten nicht. Ich bin fasziniert. Echt fasziniert. Klasse, ne? Finde ich richtig cool. Und jetzt mache ich noch die Wimperntusche drauf. Ich sagte, bei der ist es so, dass du wirklich noch eine Schicht drauflegen kannst. Und jetzt schauen wir mal, guck mal. Ich zeige dir mal das andere Bürstchen. Das ist schon ein Oschi, das ist schon eine Ansage. Und ich hoffe, ich schmiere jetzt nicht damit so rum. Die muss ich aber mal probieren, wenn nichts anderes drunter ist. Aber guck dir die an. Das ist die andere Seite. Da ist nur eine Schicht drauf von der anderen. Da habe ich nochmal nachgetragen. Und ich finde, das sieht fantastisch aus. Ihr Lieben, was sagt ihr denn zu diesem Schnäppchen? Und dann gab es bei Tarte, glaube ich, noch 10% Nachlass. Und ich habe für diesen ganzen Kasten jetzt definitiv 27 Euro bezahlt. Und ich finde, dafür, dass du ein Wort für den Preis kriegst, sonst bei Tarte, ist das ja wohl ein Mega-Schnäppchen. Das noch dabei, das dabei. Und so ist der Gloss.
immer noch existent. Und als ich auf die Post gewartet habe, ich war wirklich total aufgeregt, da könnte Werner fragen. Ich immer hingelaufen, oh, war die Post nun da? Aber wie gesagt, es kam aus England und das dauert dann halt so ein bisschen. Ich habe für die gesamte Bestellung, glaube ich, 49 oder 59 Euro bezahlt. Also für alles, was ich euch an Neuigkeiten gezeigt habe. Also inklusive dem. Habe ich noch irgendwas? Ach ja, der tolle Puder. Der ist klasse. Also ich finde, meine Haut sieht aus wie... Also damit und damit eine tolle Kombi. Und der Concealer ist ein bisschen Zeit vergangen. Guck mal, der creased nicht und nichts. Ich finde, die Seite sieht fantastisch aus. Das sind ja die neuen Produkte. Und hier habe ich ja meine schon vorhandenen Produkte verwendet. Und ich sag's euch, ich liebe Tarte. Ich wäre froh, wenn diese Firma mich mal entdecken würde und mich Sachen ausprobieren ließe, die neu sind. Da hätte ich so viel Spaß dran. Aber habe ich schon immer gesagt, ich liebe Tarte und ich bin jetzt froh, dass ich einen Fullface habe, außer Augenbrauen. Aber die finde ich nicht so wichtig, weil die eh unterm Pony verschwinden. Und ansonsten kann ich jetzt einen Fullface Tarte machen. Und vielleicht besorge ich mir irgendwann auch ein Spray von denen. So Leute, jetzt habe ich euch massiv strapaziert. 45, 50 Minuten, ich habe keine Ahnung. Aber so viel Zeit soll sein, muss sein. Weil wir haben ja auch ein bisschen geredet und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Weil ich fühle mich richtig, richtig wohl und richtig gut so. Und ich finde meine Augen, ne, zumindest das, sieht auch richtig fein aus. Weil damit würde ich jetzt auch so rausgehen. Weil das ist zwar dunkel, ist aber trotzdem irgendwie schön. Und trotz des Glitzers da drauf, ist es nicht schrumpelig oder es macht nicht älter, es ist sehr zart und dezent und trotzdem hat es diesen Glanz. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin hin und weg. Jetzt ist aber Schluss, ne? Jetzt habe ich genug geschwärmt. Ihr süßen lieben Zaubermäuse. Schreibt mal, was ihr davon haltet. Däumchen hoch wäre toll. Abo wäre noch toller. Und ja. Allen, denen es im Moment nicht so gut geht, wünsche ich, dass es euch bald wieder richtig gut geht. Und jeder hat mal Scheißzeiten und jeder hat Schmerzen oder viele, die gerade hier bei mir sind. Und ich kann nur sagen, haltet durch. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Okay, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal.